Die Temperaturen sind wieder richtig hochsommerlich. Wenn ich an vergangenes Jahr denke, das war wirklich eine lange Hitzeperiode. Auch bei meiner Mutter konnte man nur noch die Blumen gießen, bei mir zu Hause auch. Jetzt soll es wieder richtig heiß werden. Die Frage ist, wie überleben die Pflanzen auf dem Balkon und wie soll ich sie gießen? Der Anblick ist nicht lustig und es sieht auch nicht so aus, als ob eine Kanne Wasser das Problem lösen könnte. Die Blätter sind teilweise schlicht verbrannt. Und nun, zur Mittagszeit den Sonnenschirm aufspannen, ist sicher nicht die Lösung. Auch meine Lieblinge hier zu Hause leiden momentan ohne Ende. Genau zur Mittagszeit, wenn ich arbeiten bin, gibt die Sonne hier ihr Bestes und meine Pflanzen vertrocknen einfach. Was also tun? Ich bin komplett ratlos. Da hilft nur noch ein Experte. Herr Offenloch, Sie sind Experte in Sachen Balkonpflanzen. Was kann ich denn tun, gerade bei der momentanen, ich sag mal, Sahara-Hitze? Oh, man kann schon einiges tun. Man muss immer darauf achten, dass die Pflanzen ein ausreichendes Erdvolumen haben, dass man einfach, wenn man mit Wasser dann dementsprechend handhabt, dass die Pflanzen den ganzen Tag über halt Feuchtigkeit zur Verfügung haben, weil gerade die Balkonpflanzen sind, ja, ich sage jetzt mal Kurzzeitpflanzen, die man ja nur eine Saison hat und die brauchen eine ständige Wasserversorgung. Also das heißt, über den Tag, wenn es extrem heiß ist, mindestens zweimal, sodass einfach immer die Erde eine Feuchtigkeit hat. Das ist eine Grundvoraussetzung, dass wir eigentlich ein gutes Gelingen oder eine schöne Pflanze dann hinterher bekommen. Ja, natürlich gehört dann auch der Dünger dazu. Offenbar besonders betroffen das Musterbeispiel für eine Balkonpflanze, die Geranie. Die Diagnose Sonnenbrand meint zugegebenermaßen etwas anderes, aber die Richtung stimmt. Die sind momentan oben am Kopf, sage ich mal, wirklich abgebrannt. Also es sieht aus, als wäre ich da mit dem Feuerzeug hingegangen. An was liegt das genau? Ja, das sind schon Sonnenschäden. Also das ist, wenn sie an einem sonnigen Platz am Balkon stehen, was ja oft mal so ist, dann sind die schon ein Stück weit empfindlich, wenn man so extreme Temperaturen haben. Dann kriegt man Brandränder, die man nur vermeiden kann oder lindern kann, wenn man einfach solche Dinge wie abends mal die Blätter besprühen, dass das Taufeuchtigkeit drauf ist, dass die einfach den Stress, den die Hitze verursacht, aushalten können. Man kann sie vielleicht nicht hundertprozentig vermeiden, man kann sie aber lindern, wenn es so extrem ist wie jetzt bei 42 Grad, wo man dann nicht mehr reagieren kann an der Stelle. Was komplett vertrocknet ist, das schneiden die meisten instinktiv ab. Aber macht das Sinn? Man soll immer verblühte Triebe rausschneiden, wegnehmen bei der Pflanze, damit einfach dort die Pflanzenteile nicht mehr versorgt werden müssen. Alles, was eine Pflanze versorgen muss und was nicht mehr schön aussieht, kann man immer in der Regel bei den meisten Pflanzen wegnehmen, wie sie auf die Blattachsen runterschneiden. Und dann hat die Pflanze einfach wieder mehr Kraft, um die belebten Teile, die schönen Teile noch zu versorgen. Viele Menschen sind ja berufstätig und somit über Tag einfach nicht zu Hause und haben dann in dem Moment keine Zeit zu gießen. Was mache ich denn dann? Gibt es da Alternativen? Ja, man kann einfach, ja, einfache Alternative ist heutzutage eine kleine Bewässerungsanlage für den Balkon sich zu installieren. Einfach eine kleine Tropfbewässerung, dass die Pflanzen über eine kleine, ja, ich sage jetzt mal Batteriesteuerung oder Wasseruhrsteuerung, die sehr günstig auch zu haben ist, ja, ich sage mal über den Tag zweimal oder dreimal sogar versorgt werden können. Und man kann dann zielgenau das Wasser an die Pflanzballen bringen. Vielleicht geht es ja auch einfacher. Gibt es so etwas wie pflegeleichte Pflanzen für Berufstätige ohne Gießambitionen? Man kann mit Grün viele Sachen in Richtung Kräuter halt auch, wo man praktisch Dekokräuter sich in die Balkonkästen oder in die Terrassenkübel pflanzt, die sehr viel widerstandsfähiger sind, wie jetzt sag ich mal eine blühende Pflanze, die ja, ich sag mal, schöne Blütenblätter treiben muss und einfach sehr nährstoffreich versorgt werden will. Schöne Pflanzen auch im Sommer. Nun, jenseits der Kräuter hilft vor allem zielgerichtetes Gießen und dosierte Düngung. Vielleicht ist eine kleine Bewässerungsanlage für Berufstätige ja tatsächlich eine Alternative. Hey, liebe YouTuber, hat euch der Inhalt von unserem Beitrag gefallen? Dann lasst uns bitte ein Gefällt mir da und abonniert unseren Kanal und auch die Glocke aktivieren. Dann bekommt ihr immer mit, wenn es etwas Neues gibt. Viel Spaß!